Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute spielen wir ein Spiel, wo wir Rätsel lösen müssen. Denn ich bin ziemlich schlecht in Rätseln, aber ich hoffe, das Spiel macht mich besser. Hier haben wir ein Beispiel, und zwar, wer ist seine Frau? Der hat über zwei Frauen und wir müssen entscheiden, wer seine Frau ist. Die eine sagt, er ist mein Ehemann. Die andere sagt, wir sind verheiratet. Also beides ist ja quasi dasselbe, nur in verschiedenen Arten gesagt. Deswegen ist die Frage, wer ist jetzt seine Frau? Und das werden wir rausfinden. Und übrigens, laut der Statistik haben 60% der Leute, die meine Videos schauen, noch nicht kostenlos abonniert. Also falls du einer davon bist, dann schau nach, ob du es getan hast. Lass uns nach oben dafür mehr Videos. Okay, er ist mein Ehemann. Wir sind verheiratet. Ah, da hinten, warte. Oh, da sehen wir es ja. Ich meine, das war gerade eindeutig. Die linke ist deine Ehefrau. Warte, wie mache ich das weg? Ah, einfach A. Okay, nice. Also ja, wir müssen einfach seine Karte rausholen, aber... Ach, das ist die Heiratsurkunde. Ach, sowas hat man ja, stimmt. Aber sowas hat man ja normalerweise nicht dabei, oder? Das ist ganz komisch, egal wie auch immer. Wer ist nicht schwanger? Ich bin immer hungrig. Was sagt die andere? Mein Rücken bringt mich um. Ich bin immer hungrig, mein Rücken bringt mich um. Hey, schwanger. Warte mal, woher soll ich das wissen? Kann ich auch was anklicken? Nee, dieses Mal nicht. Also wenn man schwanger ist, ist man dann immer hungrig oder... tut dann der Rücken weh. Ich sage, man ist mal hungrig, wenn man es vor zwei Leute isst, oder? Finde zuerst Beweise. Achso, ich hatte ja Beweise, okay. Tja, wie mache ich das? Aber wer faked die Schwangerschaft? Oh. Okay, ich weiß wer. Warte, ist. Oh, hier ist doch der Beweis. Was für ein Beweis willst du denn noch? Hä, was für ein Beweis willst du denn noch, bitte? Wer ist nicht schwanger? Ach so. Wer ist nicht schwanger? Oh Gott, die wie konnte ich das nicht übersehen? Sie wollten nur eine Ausrede, um den ganzen Kuchen essen zu können. Also, man, viele essen dann viel, viel mehr. Aber theoretisch braucht das Baby jetzt nicht so viele Nährstoffe und Kuchen ist eh nicht das Beste für das Baby, denke ich. Ich bin ein Baby-Experte. Nee, klar, Spaß. Ich will nicht bewerten. Kann ich weitermachen? Einfach, okay, dann bewerte ich halt. Was soll's? Wer ist eine Hochstaplerin? Lass uns ein Picknick machen. Wir können leckeres Essen mitnehmen. Tja, wer ist die Hochstaplerin? Woher soll ich es wissen? Soll ich vielleicht überall alles anklicken oder wie? Ich meine, anscheinend ja. Wer soll eine Hochstaplerin sein? Wieso überhaupt? Irgendwie die rechte sieht aus für mich wie eine Hochstaplerin. Ich weiß aber nicht genau, wieso. Oh mein Gott, woher soll ich das wissen, bitte? Ich check nicht. Oh, warte, ich kann das bewegen? Wieso kann ich das bewegen? Ich verstehe nicht, wieso ich das bewegen kann. Oh, oh, was? Was ist passiert? Was habe ich getan? Ew. Ich habe Wasser drauf gemacht. Was bringt mir das? Kann ich es bei anderen auch machen? Ja. Okay, ist das Wasser? Ist das Shampoo oder was ist das bei dir? Oh mein Gott. Ich habe es euch gesagt, die sieht komisch aus. Was ist das für ein Level, bitte? Ich meine, wir haben sie gefunden. Das ist was zählt, aber trotzdem. Vermutlich ist er hinter dem Essen her zurück in den Sumpf mit ihr. Mit dir. Ach so. Wer ist der Bösewicht? Ich hasse Check-in-Warteschlangen. Ich werde meinen Flug verpassen. Tja, wer ist der Bösewicht? Was weiß ich? Kann ich vielleicht so... Oh, oh, oh. Wir haben was gefunden, okay. Der Typ hatte eine verdammte Bombe in seinem Rucksack. Heilige Kacke. Wer hat das getan? Tja, gute Frage. Er ist der Mörder. Ich bin unschuldig. Nope. Okay, die Frage ist, wer ist... Oh, willst du ein Bier? Hallo? Wer will... Oh, was? Was habe ich getan? Oh. Oh, ich hatte was gefunden. Ach so, seine Hand. Oh Gott. Stimmt, er musste ja seine Hand benutzen. Die war rot, also das war eigentlich eindeutig. Wo ist die schwarze Katze? Hier ist eine orange. Da ist eine schwarze Katze. Es ist keine schwarze Katze. Was meinst du denn mit schwarze Katze? Da ist auch noch eine Katze, aber ist die nicht schwarz? Ich bin ein bisschen verwirrt. Da ist eine. Hab sie gefunden. Oh Gott, yes. Okay, das Bild sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Muss ich sagen. Wer betrügt? Wo warst du? Wo war ich? Ich war bei der Arbeit. Ah, wir müssen jetzt herausfinden, wie er... Okay, Glas. Ah, okay, zwei Gläser, ganz merkwürdig. Was ist das da hinten? Socke? Eine fremde Socke? Solche schicken Socken habe ich aber nicht. Und sein Koffer. Okay, noch irgendwelche Beweise? Was für Beweise soll ich noch finden? Ich erzähle dich, wenn du zwei Weingläser da siehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß. Ah, warte mal, aber wir müssen gucken, wer betrügt. Ah, wer betrügt? Also, ist das vielleicht die Frau? Ich weiß immer, er war ja wirklich bei der Arbeit. Ich sage A. Richtig? Ja, A betrügt. Die Frau betrügt. Okay, sehr gut. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert, weil ich dachte, der Mann betrügt zu 100% und die Frau muss herausfinden, wieso er betrügt, aber da stand, wer betrügt. Ich muss echt sagen, anfangen, Fragen besser zu lesen. Eine Socke, ein zusätzliches Glas und der Ehemann ist dann nach Hause gekommen. Sie muss einen anderen Mann haben. Jetzt lass uns herausfinden, wo er sich versteckt. Okay, wie auch immer. Wer ist der Werwolf? Keine Ahnung, wie wir das herausfinden sollen, aber wie ist der Werwolf? Neue Sachen. Werwolf, tja, gute Frage. Holz ist für Vampire, ne? Stimmt. Ja. Das hier vielleicht? Nein? Oh, oh. Einfach Mond. Dann haben wir ihn, ja. Okay, das war echt nicht allzu schwer tatsächlich. Wir sind erst bei Level 8. Mir kommt das so vor, als hätte ich das Spiel schon viel länger spielen. Irgendjemand sollte schnell Monsterjäger Joe anrufen. Ich habe leider seine Nummer nicht, tut mir leid. Wer ist keine echte Prinzessin? Ich lass los, lass jetzt los. La, la, la. Tja, wer ist keine richtige Prinzessin? Wir lassen die... Oh, was? Was ist passiert? Ich war anscheinend die Linke, aber wieso hat sie ihre Kleidung denn geändert? Vergiss den Schuh, lauf schnell weg. Okay, wie auch immer. Wow, wieder so ein episches Bild irgendwie. Finde 5 versteckte Objekte. Hä? Was habe ich da... Ich weiß nicht mal, was ich gefunden habe überhaupt. 5 versteckte Objekte... Ach so, die ich hier sehe. Jetzt verstehe ich. Pizza. Okay, hä? Habe ich die Pizza... Ach so, das war Käse. Das war nicht mal die Pizza. Hier Pizza, oder? Nein, wo ist die Pizza? Die Pizza ist... Ich check nicht, wo die Pizza ist jetzt. Ah, hier, Pizza. Okay. Und jetzt Fleisch. Sieht aus, als wäre es hier bei dem T-Shirt, aber... Oh, hier vielleicht.
vielleicht bei dem Ball auch nicht. Okay. Also das Stück Fleisch muss ja hier irgendwo sein, richtig? Ah, in den Haaren. Okay, das war nicht so einfach auf jeden Fall, aber wir haben es gefunden. Diese Nahrungsmittel machen es ihnen nicht leicht, ihre Diät einzuhalten. Obwohl Fleisch ist eigentlich ganz gar nicht mal so schlecht für eine Diät, oder? Heirate mich. Ich liebe dich. Okay. Okay, beide wollen sie. Nur sagen, der rechte passt halt mehr. Und da ist ein Frosch, der... Was? Ah, sie kriegt den Frosch und sie küsst ihn und da kommt ein anderer. Okay, ich verstehe. Macht sehr viel Sinn. Kein Kommentar. Nachdem Paula, der Pechvogel, dieses Level gespielt habe, küsste sie ebenfalls einen Frosch, aber er war giftig. Wie, er war giftig? Da kam doch ihr Prinz raus, oder nicht? Wer ist der Besitzer des Hundes? Diabello, das ist mein Hund. Also eigentlich ist es ja nicht so schwer herauszufinden, oder? Derjenige, der das Essen hat. No. Was? Hä? Das war ja voll dämlich. Ich meine, jeder hätte den Ball nehmen können, aber... Okay. Eigentlich weiß der Hund immer, wer sein Besitzer ist. Das passiert eigentlich automatisch, aber... Manche Hunde wissen es vielleicht nicht, weil wenn man sie neu hat, dann wissen sie es vielleicht nicht. Wer betrügt? Ich liebe dich. Du bist mein Leben. Tja, wer betrügt wohl... Oh! Was haben wir denn da? Bilder von einem anderen Mann. Wieso eigentlich immer die Frau? Wieso eigentlich nur die Männer? Das weiß ich mich gerade. Im Lebensspiel betrügen immer die Frauen. Ich meine, im echten Leben ist es so ein bisschen, naja, ausgeglichen, aber hier im Spiel ist es auf jeden Fall immer Frauen. Obwohl ich habe mal gelesen, dass im echten Leben mehr Frauen und Männer betrügen als, ich meine, die Frauen betrügen mehr die Männer als die Männer die Frauen. Anscheinend. Aber ich bin mir nicht sicher. Warte, was, wenn das ihr Bruder ist? Ist man ein Bild von seinem Bruder? Ich meine, ich weiß nicht. Ohne die Objekte zwei Kategorien zu. Also, es sind ja verschiedene... Okay, es sind verschiedene Sportarten. Ich würde sagen, so, so, so und so, oder? Richtig? Yes! Okay, sehr gut. Das eine ist Football, das andere ist Fußball. Kann man eigentlich nicht unterscheiden. Wer ist reich? Ich habe das neueste Handy. Ich besitze Bitcoin. Und der hat einen Porsche-Schlüssel, also er natürlich. Okay, das war ein ziemlich einfaches Level auf jeden Fall. Das Wichtigste ist emotionaler Reichtum, Paar, so ein Unsinn. Ich will Sportwagen und riesige Villen. Ich meine, ich besitze Bitcoin. Ich meine, wenn du Bitcoin besitzt, dann bist du eh reich, okay? Weil wenn Bitcoin dir gehört, wie auch immer. Wer ist ihr Kind? Mama? Papa? Ich meine, man sieht seine Haare, richtig? Es sei denn, sie hat ihn betrogen. Ich weiß ja nicht. Aber wer ist ihr Kind? Also C ist ihr Kind? Wenn du zuerst Beweise hast, so. Okay, was für Beweise soll ich finden? Was weiß ich, was für Beweise ich finden soll? Sie wissen doch selbst, wer ihr Kind ist oder nicht. Wie soll ich da Beweise finden? Ich klicke jetzt überall drauf. Überall. Oh, Augen. Okay. Haare. Okay. Vielleicht, was noch? Also es muss ja eigentlich der sein, C. Wir haben den Beweis gefunden, oder? Ja, okay, C. Das war eigentlich eindeutig, ich meine. Es sei denn, sie hat ihn wieder betrogen. Was anscheinend hier normal ist bei dem Spiel, sollte die Antwort eindeutig sein. Wie auch immer, ich werde das Video von das mal stehen lassen. Für mehr davon lasst ihr noch oben da. Abonnieren und kostenlos. Aktiviert die Glocke, falls ihr abonniert das. Und ich sehe dich in dem nächsten Video wieder. Bye.